Ah, du hast ja schon hier, da, deine 5. Lief nicht so, aber mein Kopf war gut, war wieder zufrieden hier. Ja, gut. Aus dem Setup. Mit denen Tabaks, mit denen hab ich's. So, dann ziehen wir eigentlich mal eine erste Walkout. Benji 777 und 5 aus. Wenn ihr aber sagt, dass Pelé sogar hinter Messi ist, dann verkaufen oder Kohle Neymar stecken und eventuell noch einen anderen als Upgrade. Aber Digga, Pelé ist auch eine Herzensangelegenheit, so, weißt du? Ist Familie. Pelé ist Familie geworden. Der könnte noch so schlecht spielen, trotzdem behalte man. Und ein Rewrap, wir behalten ihn, wenn wir so viel ausgeben. Ja, und wir behalten ihn, weil wir einfach auf Ehre 15 Millionen für ihn bezahlt haben und er jetzt die Hälfte noch wert ist. Digga. Christensen. Noch keinen Walkout gemacht. Was soll ich denn da machen? Gibt's heute nicht. Machen blaue. Oh, Wochenaufgabe, Freunde. Geht mir weg mit der Wochenaufgabe. Warum? Die ist wieder schwitziger wie alles andere. Hast du geschwitzt? Nee, das fangst mir erst gar nicht an. Schrei geschwitzen, ja, Olga. Das Problem ist, kannst du wieder in Division 1, kannst du dann wieder rumolvern, ne? Und das kannst du aber vergessen, in Division 1 die Wochenaufgaben zu machen. Candelo! Weekend League kriegst du die, oder was? Leben. Was? Nee, kann jetzt sein. Ach so, wie? Was denn? Irgendwas schreibt damit wie. Bist du verwirrt, oder was? Nee, ich halt einfach die Schnauze. Hast du gerade einen Schlaganfall oder sowas? Guck einfach zu und beneide mich. Ich sehe gar nichts bei dir. Kapitän Brasco, nee, heute bleiben wir bei FIFA. Heute keine Mario Kart. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Jungs. Es soll ja auch immer erstens was Besonderes sein und zweitens dient Mario Kart auch uns als Abreagierer, so von der Weekend League, um mal den Kopf frei zu bekommen. Mario Kart, Mario. Division 1 geht klar, ja, dann ist natürlich. Geht schon klar, aber du schwitzt halt deutlich länger, wie in Division 3. Mach's leider mal raus, im FIFA 20 spielen wir kein Division Rival mehr. Weil die Wochenaufgabe hätten wir easy. Boah. Digga, was ist, warum geizen denn heute so? Ich geizen komplett. Beim Steini werden wieder 8 Icons rausgelaufen. Ist echt so. Geh rüber zu denen, der Bruder. Aber nimmst du gleich das Fahrwasser. Ja, sonst geht bei dir gar nicht. Ja, also sollten wir noch ein Walkout sehen. Hype Division 7. Ja, aber echt, eigentlich, ganz ehrlich, für die Wochenaufgabe, eigentlich müsstest du bei Division absteigen. Na jo. Stromrechnung schon bekommen? Oh, wir haben immer nur nicht die Stromzähler abgelesen. Ist echt so, ne? Scheiße, wir sträuben uns aktuell, wir müssen den ablesen, ne? Die folgt schon seit Januar. Wir melden uns nie mehr. Delran haut 3 aus. Hey, ihr Fickfetze. Hatte gestern einen Unfall auf dem Trampolin und jetzt habe ich eine Prellung. Liege jetzt flach und kann nichts mehr machen. Also auch nicht zur Arbeit gehen. Aber trotzdem entspannt euren Stream gucken. Und kennt ihr mich noch? Delran, der Name sagt mir auf jeden Fall noch was. Locker haut er sich sein Ohrschloch geprellt. Ja, das kann sein, das Ohrschloch geprellt. Locker ist Ohrschloch. Aber man muss ja auch sagen, das Schöne daran ist ja, ein Teasy-Stream kannst du dir auch immer angucken. Digga, der ist locker mit einem Bein abgerutscht. Mit seinem Ohrschloch auf die Metallstange und das andere Bein war noch auf dem Trampolin. Aber gute Besserung, Bruder. In Mario Kart gibt es keine Wochenaufgabe. Ah, das stimmt, ne? Locker das Arschloch gerissen. Der hat jetzt ein Ohrschloch wie Lucy Cat. Glaubst du nicht? Also, sieht noch gut aus bei ihr. Ajo, aber es ist weit geöffnet. Es ist immer herzlich willkommen. Bostio, Ohrschloch gespreizt. Der Deins ist auch schon gespreizt, Bostio. Was warst du eigentlich heute in der Uni, Bostio, habe ich gesehen. Du gehst doch eigentlich dienstags nie. War er an der Uni, oder? Ja, laut Instagram war er das mal. Ich sag ganz ehrlich, Bostio... Sag uns, das ist eine alte Aufnahme, die als... Nee, Bostio ist so einer, der geht morgens aus dem Haus, wischt so richtig so, heute gehe ich in die Uni. Ja. Er kommt aufs Unigelände, postet einmal die Story, fährt wieder nach Hause. Ja, glaubst du nicht? Doch, ich glaub schon. Da also, der dir, Bostio weiß nicht mal, wie man Uni schreibt. Bei dir geht ja viel, Digga. Ja, und jetzt ist ein Fury... Ah nee, ist ja gar nicht mehr... Kano. Kano. In Fury wäre ein Walkout gewesen. So, jetzt bin ich hier dran. Hast du eine 5 schon? Kein Walkout. Was ist denn da heute los mit den Packs? Das, was immer mit den Packs ist. Ja, aber ein Walkout gönnen. Also, ein Walkout kriegen wir meistens da schon mal raus. Ja. Oh, da ist er schon, warum, ne? Hier. Warum hab ich angefangen? Ah! Oh, oh, was für ein Michael! Yashin! Ich sagte, der Ring sieht komisch aus! Optimus Prime! Und hämmer ihn rein! What the fuck? Ich dachte schon, wieso sieht der Ring so komisch aus? What the fuck? Ich sag,
Action, wieso sieht der Ring so komisch aus? Optimus Prime, hämmer ihn rein. Und ich, warum? Das wäre meins gewesen. Simon ist da. Das wäre meins gewesen. Simon ist da. Digga, Chi, Chi, fucking Chi, Alter. Was ist auf einmal passiert? Warum ist es aber nur ein Yashin? Ja, Mann. Optimus Prime, aber Optimus Prime ist Optimus Prime. Aber halt nur ein Yashin, Bruder. Aber Chi, Chi. Endlich, Simon. Ich bin da. So, hast du schon Optimus Prime Icon eigentlich gezogen? Halt bloß dein Maul, Digga. Jungs, ich hab 8 Icons Vorsprung, also beruhig dich. Ganz kurze Frage. Hat Timo schon mal eine Optimus Prime Icon gezogen? Digga. Es ist nicht mal 20 Sekunden her und ich kann mir die Scheiße schon wieder anhören. Ich dachte schon, wieso sieht der Ring so komisch aus? Ja, ich auch. So hell. Moin, Digga, I'm hit bei dir. Zwar nur 1 Million. Ja, bringt er nicht. Ah, doch, 1 Mille. Aber... Ja, Digga. Optimus Prime! Ari muss komplett los! Chi-Chi Simon Army! Simon Koch aus 2 aus Optimus Simon 1, Timo 0. Simon sind Ehrenmänner. Das war's wirklich komplett. Ach, kam sehr unverhofft. Digga, was war denn das gerade? Wo kam der her? Aus welcher Tür kam der nicht Luft? Alter, Optimus Prime gezogen. Fühlt sich das gut an. Das ging mir alles viel zu schnell. Ich hab den Ring nicht gerafft. Hast du den Ring gerafft? Erst als er so im letzten Drittel war, der Ring. Ich dachte, ich dachte so, sieht irgendwie komisch aus. Und wollte schon so sagen, dann sehe ich das weiße Ding auffahren. Ich habe noch überlegt, ob das noch ein Prank war oder so von dir, dass du wieder irgendwas anderes aufgemacht hast. Ach du Scheiße. Simon hat den Stuhl übernommen, ist echt so. Ist echt so. Ich fühle mich gerade richtig mies, Alter. Alter, ist das geil. Ich fühle mich richtig mies. Yes! Aber ist halt nur ein Yashin, Digga. Wenn ich dran gewesen wäre, wäre es halt noch ein anderer gewesen. Nee, sorry, du hast 5 Packs gemacht. Das Schlimme ist, ne, eigentlich wäre das ja deine gewesen. Ich bin jetzt richtig im Karma-Fahrwasser. Du hättest schon wieder den gezogen, ne? Wenn wir das nach der Reihenfolge gemacht hätten, hättest du schon wieder Optimus Prime gezogen. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt mit dem? Ja, behalten, alle sagen halt spielen, ne? Ich meine, Teste kann man ja mal, verkaufen kann man den ja immer noch, ne? Naja, ist ja nicht so teuer, die Gurke. Daniel P. schreibt schon rein, die Salatgurke. Gönn mir den doch jetzt mal. Was ist denn das kann jetzt? Nicht gönnen, was Digga. Ist denn das jetzt? Kann dir nicht gönnen. Jetzt gönn mir den doch mal. Ich absolut kann ich ja nicht Optimus gönnen. Prime Icon gezogen. Guck mal, ich erkläre dir das auch mal. Du hast hier immer Icons gezogen. Und an der Icon ist hier oben so ein Schlitz, so ein goldener Schlitz. Das heißt Optimus Prime. Jungs, wisst ihr das jetzt? Wisst ihr jetzt, was ich all die Jahre mitgemacht habe? Ja, aber ich darf euch mal sagen. Deine Icons, die du gezogen hast, davon hat keine 1 Million gekostet. Keine hat davon 1 Million gekostet. Außer wieder mein Maradona und der jetzt. Von dir hat keiner 1 Million gekostet. Maradona hab ich gezogen. Nein, hast nicht du gezogen. Hab ich gezogen, Maradona. Das haben wir nur so gedacht. Nee, nein, haben wir das nicht. Haben wir das nicht. Ach du Scheiße. Ja gut, ich würde sagen, ich gehe mal weiter mit den Sets. Machen wir noch weiter auf. Vielleicht ist da ja noch was drin. Kommt einfach eine Optimus Prime Icon raus. Und Digga, so viel dazu. Ich hab Ronaldo gezogen. Ja, ist okay. Und Ronaldo kostet 4 Mille. Aber wir reden hier gerade von Nico. Der ist aber untradet, den kann man leider nicht verkaufen. Ja, tut mir leid. Aber anders hätte ich jetzt für dein Team und Ronaldo für 4 Mille kaufen müssen. Ja, aber so viel zum Thema. Kann jeder ziehen, ist halt echt so, Jungs. Hopp, Team Timo, Alter. Redet ihn schlecht. Super, das gibt wieder der ganze Abend einen Höheflug. Das war halt aber auch die einzige Walkout, der immer da drin hat, und das ist Optimus Prime. Boah, da ziehst du mal einen guten wieder und übertreibst komplett. Ja, du reißt komplett deine Rolle. Und das ist der Nächste. Da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste. Ja, da ist wieder dein Martin. Das ist dein Fahrwasser normal. Das ist dein Niveau. Egal. Niklas Neo, beste Komödie neu raus. Timo, bitte halt für immer deine Fresse. Team Simon, rest in peace, Timo. Maschine! So traurig, Jungs. Aber wir kommen stärker zurück. Es kommen die Tots, es kommen viele Lightning Bounds. Mach doch mal einen Gönner. Nee, weil eigentlich wäre er mir gewesen. Ja, aber das ist egal. Ich hab ja noch gefragt, willst du wirklich durchziehen? Ja, das ist das, was mich gerade tiefst abfuckt. Aber wie wäre es denn gewesen, wenn wir gewechselt haben? Ich angefangen, du. Ich? Du, ja. Ich? Nee, wäre deiner gewesen. Hätten wir immer so. Ja, machen wir aber nie. Ja, ja. Ich fange mal mit der Erste an und du mit der anderen. Aber ganz ehrlich, der Stuhl war da. Was ist passiert? Ich kann euch zeigen, was passiert ist. Oh Mann, noch aus denen Sets, wo gar nichts geht. Wo halt gar nichts geht, Freunde. Die erste Optimus von Prime Icon noch umformen. Wurde gezogen. Konnte ich sogar ganz vorne. 11 Flaggen und 5 aus LOL, Ikona verpasst. War nicht Timo, also halb so schlimm. Echt so, Bruder. Optimus Prime, Bruder. Erstbesitzer. Ach, tut es gut. Fick das, mein Leben gerade. Ach, tut es gut. Ich hab einfach 8 mal so viel Icons und wäre hier so gedemütigt, ne?
Ist egal. Das ist Wahnsinn. Kann man gleich weitergehen, das Ding. Das ist der absolute Wahnsinn.